In diesem Kurs dreht sich alles um das Thema Massivholz. Ich werde euch zeigen, wie Holz arbeitet und wie ihr mit Holz arbeiten müsst, mit Massivholz. Ich zeige euch verschiedene Konstruktionen aus Massivholz, die ihr in euren Möbelprojekten einsetzen könnt. Beispielsweise ganz klassisch die Gratleiste, aber auch eine Hirnleiste als Alternative zur doch recht klobigen Gratleiste. Natürlich darf eine Rahmenfüllungskonstruktion nicht fehlen, wenn es um das Thema Massivholz geht. Auch da zeige ich euch, wie das gemacht wird, worauf ihr achten müsst. Eine Variante der Rahmenfüllungskonstruktion ist diese überschobene Füllung. Da seht ihr von außen nur aufrecht laufendes Holz. Dreht ihr das Ganze um, habt ihr natürlich einen Rahmen, der das Ganze stabilisiert. Eine sehr aufwendige Konstruktion für eher modernere Möbel, das zeige ich euch ganz detailliert, wie ihr diese baut. Als kleines Schmankerl noch ein Vollhauszug aus Holz mit Stoppfunktion. Der ist einfacher zu bauen, als ihr vielleicht glaubt. Und natürlich ganz elementar selbst Leimholzplatten herstellen, zum Beispiel für Tischplatten, für Schrankseiten, was auch immer ihr mit Massivholz machen wollt. Ihr müsst hier und da einfach Leimholzplatten herstellen. Das alles und noch viel mehr zeige ich euch in den nächsten Videos. Aber zunächst einmal geht es um den Werkstoff Holz an sich. Holz, das zum Möbelbau geeignet ist, sollte auf eine Holzfeuchte von unter 12, besser noch unter 10% heruntergetrocknet sein. Das machen die wenigsten Sägewerke. Wenn ihr also im Sägewerk vermeintlich günstiges Holz kauft, müsst ihr damit rechnen, dass dieses Holz noch etwas lagern muss, je nachdem, wie lange es im Sägewerk schon an der frischen Luft gelagert hat. Würdet ihr dennoch solche breiten Teile stumpf oder mit Lamellos, Dübeln, was auch immer verleimen, das spielt keine Rolle, hättet ihr auf Dauer in der Regel ein Problem. Das Holz arbeitet in der Breite im Schnitt 3-5%, je nach Holzart und natürlich je nach Klimaschwankung unterschiedlich. In der Länge arbeitet das Holz nur geringfügig, maximal 1%. Bis zu einem gewissen Punkt ist Holz elastisch. Es macht diesen Schwund also mit. Irgendwann ist natürlich Schluss. Die Spannungen werden so hoch, dass Risse entstehen oder sich Bauteile verziehen. Das ist meine zweite Bohle. Ich brauche ja noch ein Stück, weil die erste Bohle für die benötigte Breite nicht ausgereicht hat. Das schneide ich also hier heraus. Auch diese Bohle hat erdseitig, also dort, wo der Stamm zur Eder hin verläuft, einen Riss, einen ziemlich großen Riss und hier einen sehr flachen Riss an der Oberfläche. Hier ist ein offener Ast, zwar eine sehr schön gemaserte Partie, aber leider ein offener Ast. Den möchte ich in meiner Tischplatte nicht drin haben. Dieser Bereich der Bohle hingegen ist absolut astfrei, hat auch keine Einrisse, ist also das schönere Stück.
Ihr braucht nicht unbedingt eine Abrichthobelmaschine, um mit Massivholz arbeiten zu können. Ein kleiner, transportabler Dickenhobel reicht in der Regel schon aus, wenn man nur überschaubare Mengen an Massivholz verarbeitet. Wenn ihr mit so einem dicken Hobel arbeiten wollt, dann müsst ihr euch aber auch mit dem Thema Handhobel beschäftigen, denn ein solcher dicken Hobel bringt euer Material nur auf die benötigte Stärke. Wenn ihr dort krummes Holz hineinschiebt, kommt hinten auch wieder krummes Holz heraus. Ihr müsst eine Referenzfläche wieder schaffen, genau wie ich es euch im vorangegangenen Video gezeigt habe. Und diese Referenzfläche schafft ihr mit Handhobeln. Wie ihr seht, der nimmt ordentlich dicke Späne ab und das mit wenig Kraftaufwand. Das kommt durch die gerundete Schneide. Jetzt könnt ihr schon mal an den Stellen, wo ihr genau wisst, dass ihr einen leichten Höhenversatz haben werdet, die kleinen Schraubzwingen ansetzen. Das sind in meinem Fall hier die Fugen an diesen breiten Teilen. Hier braucht ihr keine Zulagen, weil ihr diese Zwingen gar nicht so fest anziehen müsst. Es gibt also dann auch keine Druckstellen im Holz. Zumindest keine Druckstellen, die so groß sind, dass sie sich nicht leicht wieder ausschleifen lassen. Dann setzt ihr die Zwingen außen an, ruhig ziemlich ans Ende eurer Platte, damit ihr auch an den Enden genügend Pressdruck habt. Damit ebnet ihr die Platte auch in diese Richtung und klettet die Platte vor allem. Das wäre also jetzt die Gratleiste. Sie hat in der Länge etwas Spiel, sodass die Brettfläche unabhängig von der Leiste arbeiten kann. Sie wackelt nicht, vor allem lässt sie sich in der Höhe nicht irgendwie bewegen. Und das ist ausschlaggebend dafür, dass diese Leiste die Brettfläche dann auch gerade halten kann. Die letzte Fräsung an den Rahmenteilen ist das Absetzen der Querstücke. Auch hier bleibt der Fräsanschlag unverstellt, die Frästiefe bleibt die gleiche. Ihr müsst aber die Fräshöhe so abändern, dass die Höhe des Fräsers genau der Stärke der Feder entspricht. Das sollte jetzt alles passen.
Jetzt habt ihr hier die umlaufende Feder, in der dann die Füllung mit der Nut sitzt. Hier seht ihr auch, das Ganze ist dicht. Natürlich müsste diese Tür noch geschliffen werden. Ihr solltet auch die Füllung schleifen, bevor ihr sie einbaut. Das ist einfacher. Diesen Teil habe ich in diesem Video jetzt übersprungen. Und wenn ihr eine solche Füllung oder den Rahmen oder beides farbig gestalten wollt, dann grundiert zumindest die Füllung vorher und auch den Bereich des Rahmens, der nachher durch die Fuge sichtbar sein wird, damit sich später keine Farbunterschiede zeigen, wenn ihr das Ganze verleimt habt und versucht, das später mit Farbe zu behandeln. Und hier sieht man auch sehr schön, wie das Ganze am Möbelstück funktioniert. Das eine Teil, das ich euch zeige, wird später die Schublade sein. Ihr könnt diese Fräsung entweder in die fertige Schublade einfräsen oder ihr baut diesen Auszug ganz separat und leimt weitere Teile für die Schubladenseite einfach an. Diese Schublade ist jetzt 15 Jahre lang in Betrieb und läuft immer noch hervorragend. Daher nimmt man diese Hölzer sehr gerne für Sitzmöbel, wie zum Beispiel Stühle, und kann dann auch sehr grazile Möbel daraus bauen, die dennoch stabil sind. Würdet ihr für diesen Zweck dieses Yellow Poplar nehmen, wäre das schon kritisch, da Yellow Poplar schneller bricht und auch wesentlich weicher ist als Esche. Ein sehr robustes Holz, das sich gut beizen lässt, wer es also dunkel mag, kann das dunkel beizen. Je nach Wuchs ist Eiche eher spröde und lässt sich dann schwer bearbeiten. Sehr schlicht gemasertes Eichenholz hingegen lässt sich einfach bearbeiten. Es kommt da auch auf die Herkunft an, auf den Wuchs. Jeder Baum ist da etwas anders. Deswegen würde ich Eiche nicht unbedingt als Einsteigerholz empfehlen, da es doch so seine Eigenheiten hat. Es ist aber geeignet für die Verwendung im Außenbereich. Ihr könnt dann auf Tropenholz verzichten und stattdessen einheimische Eiche verwenden.